Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es wieder eine Bauerer Box Unboxing. Die haben ja von 4 Boxen auf 6 Boxen im Jahr erhöht und deswegen gibt es jetzt schon wieder eine. Und es ist wie immer ein Magazin dabei, wieder die Bauerer, wie immer. Und zwar ist es die für den Juli 2018. Bin ich mal gespannt, was hier so drin steht. Und die Box ist hier wieder in so einem schönen grünen Farbton, würde ich jetzt fast sagen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was drin ist. Und deswegen schauen wir jetzt gleich mal rein. Sie ist auch wieder richtig, richtig schön eingepackt. Mit der Folie, wie es eigentlich bei jeder Box mittlerweile so ist. Und ja, jetzt machen wir das Ganze wirklich mal auf. Und es ist jetzt die dritte Box für dieses Jahr und das ist die Bauerer Box Road Trip. Hier gibt es eine kleine Anleitung für den Make-up-Radierer. Die wird wahrscheinlich in der Box drin sein. Und als erstes haben wir hier von Hitchler Brause-UFOs. Ich hatte die, glaube ich, das letzte Mal als Kind oder so. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass die hier in der Box mit dabei ist. Dann noch ein Rasierer, oder was heißt noch einer? Ich habe gerade die Glossybox angeboxt, da war auch ein Rasierer drin. Und hier haben wir von Balea einen Rasierer drin, und zwar den Fantastique Pocket 5 Klingen Rasierer. Das ist dieser hier. Der eignet sich natürlich optimal für Reisen. Dann haben wir hier von Etrebelle ein Produkt drin, von denen hatte ich schon lange kein Produkt mehr in einer Box. Und zwar ein Aloe Vera Eye Contour Gel. Pflegegel mit Liposomen zur Revitalisierung der empfindlichen Augenpartie. Sehr interessant. Also ich mag ja Augenprodukte wirklich sehr, sehr gerne. Teste ich gerne durch. Und das ist hier so eine gelige Konsistenz. Und sehr, sehr fest auch. Riecht richtig angenehm. Also werde ich auf jeden Fall mal testen, ob meine Augen das mögen oder nicht, weil meine Augen sind ja wirklich sehr, sehr empfindlich, also gerade die Partie unter dem Auge. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn es nichts ist, kommt es weg, und wenn es was ist, dann umso besser. Dann haben wir hier von Pfanner gefüllte Bonbons Lemon Dinner. Das sind ja diese Eistee-Bonbons. Daher wäre ich jetzt glücklicher drüber gewesen, wenn da Pfirsich drin ist. Aber ich denke, auf die Arbeitsstellen, irgendjemand wird es auf jeden Fall mitnehmen und essen. Dann haben wir hier diesen Make-up-Radierer drin, da wo ja die Anleitung auch dabei ist. Der sieht so aus. Ist auch nochmal so eine kleine Anleitung dabei. Und so sieht das Tuch aus. Und damit kann man sich dann einfach das Gesicht abschminken. Von Gigaset haben wir hier ein Produkt drin, und zwar einen Keeper. Warnt bei Verlust, Signalgebung mit Ton und Licht. Erinnert bei Vergessen, Smartphone findet per Knopfdruck. Also kann man sich wohl an Schlüsselbund hängen, mit Smartphone verbinden, und wenn man den irgendwo verschmissen oder verlegt hat, dann kann man den suchen praktisch. Nicht schlecht, ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Dann haben wir hier von Calusan Natural natürliche Fußcreme mit Nachtkerzenöl bei trockener und rauer Haut. Ja, das kommt ja wie gerufen. Das ist auch noch zu. Das lasse ich erstmal zu, weil ich habe noch ein paar andere Produkte, die ich aufbrauchen muss. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
Von Invisibobble sind hier drei Nano-Haargummis drin. Die sind schon wirklich sehr nano. Also so sehen die aus. Mal schauen, ob ich die verwenden kann. Dann haben wir hier einen Reiseplaner für den perfekten Roadtrip drin. Und hier kann man einfach so ein bisschen was ausfüllen. Und das sind so verschiedene Seiten. Eigentlich immer wieder die gleichen. Kann man sich halt im Endeffekt einfach ausfüllen, wo man gerade hingefahren ist, wie es war und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, dann haben wir hier einen Blog drin und zwar ist es Stadtland Mädels Roadtrip. Ein bisschen Abwechslung. Stadtland Roadtrip Must Have Beautyartikel, Kleidungsstück, Süßigkeit, Partymotto. Genau, also es ist im Endeffekt wie damals Stadtland Fluss. Mit hier so ein paar Vorschlägen, was man hier als Suchbegriff hier oben eintragen kann. Und ja, finde ich eine tolle Idee. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist hier dieses Tuch. 100% Baumwolle. Und hat auch ein richtig schönes Muster und ein bisschen schlecht verarbeitet, wenn man das hier erkennen kann. Aber ich glaube, das ist einfach dafür gedacht, dass man sich das eindreht und dann kann man das hier so, tragen ja voll viele momentan so diese Bänder. Oder man trägt es einfach um den Hals rum. Ja. Also es ist sehr steif. Ich glaube, das muss einmal gewaschen werden. Ja, aber kann man auf jeden Fall verwenden, oder? Dann schauen wir doch mal in das Magazin rein, was hier dazu steht. Genau, hier sind ja die beiden Produkte, der Make-up-Radier und der Keeper. Dann die Aloe Vera Gel, genau, für einen frischen Kick unter dem Auge. Dann natürliche Fußcreme, sanft oder sensitiv hätte hier drin sein können. Wir haben die sanfte Variante. Dann der Stadtland Mädels Roadtrip, das ist der hier. Genau, einfach zum Spielen. Der Reiseplaner. Weil ich ja finde, hier haben sie 8 Euro angegeben und hier 6 Euro. Das ist, finde ich, ein bisschen, ja. Das Bandana, also es ist wirklich so als Haartuch gedacht. Hätte es auch in Lila geben können für 6,90 Euro. Dann der Nano Invisibobbles, genau, und der Rasierer. Und dann hätten verschiedene Snack-Überraschungen drin sein können. Ich zeige euch das mal hier. Also wir haben einmal diesen Hitchler und einmal diese Bonbons hier. Und es hätte im Endeffekt noch von Pumol, von Vasa, von Fruchtbar, von Lorca oder so Scroopis, keine Ahnung was das ist, hätte was drin sein können. Ja. Alles im Allen hat mir die Box super, super gut gefallen. Ich finde die Produkte richtig, richtig cool. Sehr interessant finde ich auch dieses Produkt hier für den Schlüsselbund. Und aber auch sowas hier finde ich einfach mega gut, weil zum Abschminken solche Tücher kann man immer gebrauchen. Und ja, deswegen, also ich bin von der Box mega begeistert. Mir hat sie richtig, richtig gut gefallen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin, tschüss!